Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir müssen jetzt den Hammer, den wir in der letzten Folge aufgesammelt haben, dem König jetzt überreichen, damit wir den Eingang ins Dungeon für das letzte Stück vom Stab des Chaos finden. Und dann sind wir eigentlich im Grunde schon durch. Ich weiß, dass wir noch Jagathan besiegen müssen, also ins Kaiserreich reisen müssen, um den Kaiser auch noch aus der Oblivion-Ebene zu befreien. Aber dann hätten wir eigentlich im Grunde das Spiel schon durch. Werden wir wahrscheinlich sogar noch in dieser Aufnahmesession schaffen. So. Well done, Max Deos. You have done the realm of service. It will not easily forget. Smiths across the land and will hail your arrival. Now, for my part of the bargain, King Kha'Zix brings the hammer of Geralt onto the anvil. Listening intently, a slow smile spreads across his features. Gesturing to you, he inscribes the location of the entrance to Dagoth Ur, somewhere in the northern part of Morrowind, onto your map. Nice. Können wir jetzt mal rausgehen und dann schauen wir mal uns an, wo ist denn das überhaupt? Also ich gehe sehr stark von aus, dass es im Roten Berg ist. So, hier Morrowind und na klar, es ist im Roten Berg. Ich wusste jetzt aber nicht, dass der Rote Berg hier Dagoth Ur heißt. Ich dachte, das wäre irgendwo hier oder so. Aber dass der Rote Berg so heißt, wusste ich nicht. Aber wir müssen vorher noch was machen. So, wir haben 26.000 Gold noch auf Tasche. Wir müssen hier ein paar Sachen auch noch verkaufen. Einiges noch reparieren. Beziehungsweise eigentlich den Ebenerzbogen, den brauchen wir nicht. Den haben wir noch nie genutzt. Den können wir verkaufen. Den können wir wieder verkaufen. War absolute Geldverschwendung, den zu holen. Aber dass das da Dagoth Ur ist, der rote Berg da hinten. Okay, hier ist er nicht der rote Berg. Hier ist er eher noch der graue Berg. Wo sind jetzt die Läden? Oder ich frag mal eher zuerst, wo ist denn die nächste Taverne? Nearest Inn, hier, genau. South of here, okay. Also den ganzen Weg hier wieder zurück. Super. Dann muss er irgendwo hier sein. Hier haben wir eine. Dann pennen wir erstmal bis zum nächsten Tag. Haben wir irgendwelche Krankheiten? You are shielded, you are healthy. Nice. Dann will ich am nächsten Tag erst hier uns heilen und so weiter. Ja, 10 Gold kannst du gerne haben. So, was sagt die Uhr? 5.18 Uhr am Abend. Dann Camp for a while, sagen wir 15 Stunden. Müsste reichen. 8.20 Uhr, ja, perfekt. Und wir gehen wieder den langen Weg, der nicht rausführt. Hier geht's raus. Und, komm, ich will vorbei. Manchmal ist das schon ein bisschen anstrengend. So. Dann suchen wir mal irgendeinen hier Händler, hier Nearest Store, Northwest.
Okay, also diesen Weg Richtung. Ah, ich finde das schon geil, das da zu sehen so. Ah, da haben wir sie schon. Gut, hier geht's schon mal rein. Erstmal verkaufen, ne? Wissen, was wir hier haben. Die Plattenboost, 27 Gold, das reicht vollkommen aus, um alles zu reparieren. So, was haben wir hier noch? Playpausen, genau. Fast hätte ich den übersehen. 33 Gold. So, was haben wir hier noch? Platten 1185, perfekt. Hier, Ebony Longbow of Luck. War größte Geldverschwendung, was wir hatten. So, was haben wir hier noch? Mark haben wir. Mark Ruffalo. Dann noch hier, na, Crystal müssen wir auch noch verkaufen. 600. Ist ein guter Preis, finde ich. Noch ein Crystal. Auch guter Preis. So, was haben wir noch? Ein Kork. Und ein Bracelet. 1031. Geht auf jeden Fall auch klar. Und den Top. Jo, 4000 fast dafür. Also fast 5000 sogar. Wir sind jetzt schon wieder bei 43.000. Aber sonst haben wir hier nichts. Ne. Dann müssen wir hier einmal reparieren. So, der braucht nicht. Gut. Dann der. Ja. Airdrop. Den Kuras. Gut. Was haben wir hier noch? Den anderen Cordon. Ja, wie viel kostet er? 2400. Okay. Und noch was? Gauntlets. Dann hier den Helm. Er braucht nicht. Gut. Was können wir noch? Ein Schild auf jeden Fall. Den müssen wir auf jeden Fall. Also, der ist voll. Gut, dann schauen wir mal woanders hin. So, dann muss auf der anderen Seite hier auch noch. Ja, geil, hier ist auch noch einer. Können wir bei ihnen jetzt alles reparieren? Wo waren wir stehen geblieben? Hier, glaube ich. Ja. Dann den. So, die auf jeden Fall. Wir müssen aber auch ganz schön viel diesmal reparieren. So, was fehlt uns noch? Bracelet. Geil, der muss nicht. Agility. Auch nicht. Gut. Torque. Perfekt. Wenn nicht noch mehr repariert werden muss. So, Amulett. Perfekt. Geil. So wünsche ich mir das. Ich pack mal ein Mikro ein bisschen weiter weg. Das ist ein bisschen
zu nah. Ich merke gerade hier bei OBS auch, das Knistern von meinem Stuhl nimmt er auch noch mit auf. Ich hoffe, das hört man dann nachher nicht. Aber hier bei OBS, das schlägt da aus. Deswegen, jetzt müssen wir mal schauen nach hier Magiergilde. Komm, wir fragen die da hinten mal, wo die Magiergilde ist. Ups. So. Mages Guild, genau. Die ist doch hier. Gut, dann auf die andere Richtung. Da ist es schon, da rechts. Ups. Wir gehen noch. So, und dann einmal drumherum. Hä? Wo ist denn jetzt der Eingang? Hat er keinen Eingang? Hä? Ah, hier rein, okay. Ich habe mich schon gewundert, wo muss man rein? Schaut da hinten, ne? Hä? Werter Herr Zauberer, wo seid ihr denn? Hä, wo ist er hin? Wo ist denn der Zauberer? Da ist er auch nicht drin, ne? Hä? Wo ist er? Ich habe hier jetzt schon alles erkundet, aber wo ist der Zauberer? Ach, hier ist er! Ah, warte, bevor wir kaufen, erstmal schauen, wie viel haben wir. An Tränken meine ich jetzt noch. Potion of Healing haben wir noch 100. Wir haben nichts verbraucht. Stamina haben wir 4 Stück verbraucht. Hier ein, hier ein. Aber Invisibility haben wir? Haben wir nicht mehr. Okay, dann Stamina 4. Also so, 4 Stück. 100. Ja, geht in Ordnung. Dann Resist Fire. Einmal, genau. Dann hier Resist Shock. Einmal. Ja. Dann brauchen wir noch. Hier, ich will mehr von diesen Unsichtbarkeitstränken. Von denen. Sagen wir mal, wir holen uns 20 davon. 5000 Gold. 20 Stück geht in Ordnung. Werden wir noch lange gebrauchen, auf jeden Fall. Oder vielleicht nochmal von Heiltränken, machen wir auch nochmal 50. Dann haben wir ein bisschen mehr auf jeden Fall. Auf Healing, hier. Noch einmal 50. 2500. Geht voll in Ordnung. Wir haben das Geld, wir haben aber auch nicht mehr so viel zu tun. Außer noch eventuell hier den, Stab und, also das letzte Stabstück und den Endboss. So, jetzt erstmal schauen. Genau, wir waren da ungefähr. Das heißt, wir müssen da in der Nähe uns jetzt nochmal eine Taverne suchen. Dass wir dann 10 Tage durchpennen. So, ist das schon, wo wir waren? Nö. Wir sind zu weit weg. Also hier nochmal nach links. Aber das sind die Läden. So, gute Dame. Wo ist denn das nächste Taverne? We'll find that north of here. Okay.
Dann gehen wir North. Gute Säule, sag mir, wo ist denn die Taverne? So. Ah, danke schön. Netter Mann. Oh. King's Galley. Sind wir schon direkt da. Sauber gelaufen auf jeden Fall. So. Dann holen wir uns ein Zimmer. Single, genau. 10 Tage. Würde reichen. Ja, definitiv. So, dann hier Camp vorbei. 240 Stunden. Wirklich einfach mal 10 Tage ununterbrochen ohne Essen und Trinken im Bett zu verbringen. In der Taverne. Bin mir auch nicht so sicher. Ich glaube, das war der Ausgang. Ja, hier sind wir richtig. Definitiv. So, dann heißt es jetzt nochmal für uns zurück Richtung Süden. An der Säule vorbei und wir holen unsere Ausrüstung wieder. War einmal hier drinne, glaube ich. So. Repair, genau. Und Status. Perfekt. Genau, Status. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder aus Versehen auf Stil hier drücke, auf das hier. Ist dann nicht so nice. Die Erfahrung hatten wir ja schon gesammelt gehabt. So, dann jetzt noch auf die andere Seite. So. Repair, genau, und Status. Ja, genau, danke schön. Hier noch Paralyzation. Shielding. So, dann rüsten wir das alles nochmal aus. So, das hier. Ich feiere das, dass wir es wirklich auch geschafft haben, bis zum Ende hin, das alles zu vervollständigen. So, dann das. Funktioniert so? Hallo. So, was fehlt noch? Jo, wie geil das auch aussieht. Jetzt 30, 150, 30, 30, 20. Nice. Vor allem auch 95, 52, 73, 76. Ich wünschte mir, wir hätten das hier vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht gehabt. Oder hier das hier. Ja, eigentlich eher das. Das hätten wir ein bisschen höher machen können. Aber ja, wir sind jetzt aber auch schon bei 11 Millionen. Alter, 11 Millionen Erfahrungspunkte haben wir schon gesammelt. Das ist aber auch eine ordentliche Hausnummer. So, dann machen wir hier ein Safe Game auf die 1. Und dann können wir los nach Dagoth Ur. 17 Tage. Dagoth Ur in Morrowind Province. The date is Tirdas First of Rainsand in the year 3. Ära 395. Based on the current weather, it will take 70 days to travel here. The total distance is 600 kilometers. You should arrive by Fredas 18th of Rainsand in the year 3. Ära 395.
Vor allem, es heißt auch im Spiel selber, dass man, also beziehungsweise laut Lores, Foren und so weiter, dass man 10 Ingame-Jahre braucht, um das Spiel zu beenden. Und wir sind jetzt schon bei 6. Und haben das schon fast durch. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir daran jetzt sitzen werden. Aber ich würde sagen, ich mache ein kleines Päuschen, bevor wir da rüberreisen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und dann können wir jetzt da hinreisen. Nach Dagoth-Ur. Alter, was ein geiles Bild auf jeden Fall. Dagoth-Ur. The Sacred Entrance of the Dwarven Smiths into the Fire Mountain Dagoth-Ur stands before you. Magical runes glow in the red firelight, shimmering with heat. Sulfurous gouts of steam escape from vents within the rock face of the opening. The final piece of the Staff of Chaos becomes. Alter, was ein geiles Bild auf jeden Fall. Alter. Hier machen wir auf jeden Fall ein Safe Game. Auf die 2. Alter, sieht das aber auch hier deutlich geil aus. You enter the Fire Mountain Dagoth-Ur. Around you, the air shimmers with heat. Even the stone floor is warm to the touch. So. Ich habe hier aber auch neben mir die komplette Map auch noch offen. Ich sehe da jetzt noch nicht ganz durch, wo wir hin müssen. Ich habe die quasi gerade während des Päuschens auch noch einmal kurz aufgemacht, um zu schauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier definitiv geradeaus geht und dann runter. Aber mehr jetzt weiß ich auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier irgendwas suchen müssen. Ich weiß jetzt nicht, also abgesehen vom Stab des Chaos, das letzte Stück. Aber ich habe ungefähr auf jeden Fall zumindest die Map hier offen neben mir. So. Und hier hätten wir sogar schon erst einen großen Raum mit viel Lava. Das will ich auf jeden Fall gerne mal ansehen. Irgendwo hier. Also noch ein bisschen vor. Da ist die Tür. Und hier ist es sogar schon. Okay, hier ist ein... Ne? Doch, so einer eher. Komm. Geh doch einfach kaputt. Tu mir den Gefallen. Ja. Der hat nichts, weiß ich. Aber hier haben wir zumindest einen Schatz. Und ein Broadsword. Einzige, was ich hier weiß, ist, dass das hier der gefährlichste Dungeon sein soll von allen. Das heißt, wir werden hier öfters mal drauf gehen. So, den haben wir gekillt. Den Schatz holen wir uns noch. Einen Mark kriegen wir dazu. Hatte mal einen Mark. Achso, ich hatte jetzt ganz kurz gedacht, das wäre vielleicht... Jo, mein Leben. Ich hatte ganz kurz gedacht, das wäre aber auch ein Geist. Komm. Nochmal Shielding und Heal True und vielleicht Resist Shock. Hinter mir ist auch noch einer. Kann das sein? Ja.
Und nochmal Shielding. So, dann haben wir beide schon mal ausgeschaltet. Und dann gehen wir zuerst hier rein und uns den Schatz. Komm. So. Nehmen wir erstmal alles mit. So, dann schaue ich noch mal kurz auf die Map. Und dann gehen wir erstmal hier weiter. Richtung Norden war das, glaube ich, hier. Ja. Also wo ich vermute, wo wir hin müssen, Norden. Ich mache folgendes hier. Erstmal den, dann wieder den, den und nochmal Shock Resist. Wo ist der andere hin? Ist er tot? Komm, den Schatz nehmen wir mit. Oh, geil, Amulett hat er. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ah, okay, hier kommen wir erstmal nicht durch. Dann müssen wir erstmal vielleicht hier rum. Oder vielleicht doch so. Ne, Shift-J funktioniert hier nicht. Habe ich... Warte, ich versuche nochmal. Vielleicht habe ich falsche Taste gedrückt. Muss ich auch nochmal gucken. Ne, Shift-J funktioniert hier gerade gar nicht. Das heißt, hier kommen wir erstmal nicht durch. So, dann schaue ich nochmal auf dem Map. Was gibt es denn hier noch für Wege? Es gibt aber nach hierhin keinen anderen Weg. Außer das mit dem Fliegen, beziehungsweise mit dem Springen. Das heißt, wir warten eben, bis wir die Levitation wieder verloren haben. Müssen eben ganz kurz warten. Beziehungsweise, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.